Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardwerke. Heute geht es mal wieder um die PlayStation 5 und zwar um das neue Beta-Update, was es da gibt. Mit dem ist es nämlich möglich, unter anderem jetzt endlich eine M.2 SSD zu verbauen und damit den Speicher zu erweitern. Welche M.2 SSD ich verbaue, seht ihr im Prinzip schon im Hintergrund, beziehungsweise beide. Es ist einmal eine PCI Express 4.0 und eine PCI Express 3.0. Mal gucken, ob beide funktionieren, das werden wir dann gleich sehen. Und damit würde ich euch sagen, viel Spaß bei dem Video. Wie ihr sehen könnt, wir befinden uns gerade in den Einstellungen. Wenn ihr das Beta-Update benutzen möchtet, dann müsst ihr erstmal unter Benutzer und Konten und da den Code einlösen, den ihr von Sony bekommen habt. Dazu geht ihr unter Konto, dann unter Zahlung und Abos. Klickt drauf und da könnt ihr den Code einlösen, 12-stelligen, den gebt ihr ein und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Dann geht er wieder raus und dann könnt ihr unter den Systemeinstellungen, also unter System, Systemsoftware, Update, hier auf Systemsoftware aktualisieren, Beta. So, er aktualisiert jetzt bei mir hier, das wird ein bisschen dauern. Wir drücken auf OK, klar, eine Beta kann immer fehlerbehaftet sein. Und wir sehen schon, es ist fast ein Gigabyte groß und das wird jetzt aktualisiert und dann können wir die M.2 einbauen. Wir haben jetzt die PlayStation 5 vor uns stehen. Dann haben wir hier einmal die ADATA XPG Gamex S70. Das ist eine PCI Express 4.0 SSD. Die schafft 7500 MB rum. Da die hier ein bisschen geschunden wurde, schafft die ein bisschen weniger. Aber trotzdem immer noch locker über 6000 MB die Sekunde. Und dann haben wir noch einmal eine PCI Express 3.0. Die probieren wir auch mal aus. Mal gucken, ob die läuft. Und die ist auch gar nicht so teuer. Und mal gucken, wie das Ganze damit läuft und ob die Konsole damit auch angeht. Ja, bevor wir das Ganze erstmal tauschen können, ihr wisst es, müssen wir erstmal hier den Deckel abmachen. Einmal klack, dann haben wir den Deckel ab. Dann brauchen wir natürlich einen Schraubendreher. Und dann müssen wir hier die Schraube lösen. Dann machen wir das Ganze mal ab. Was für einige interessant sein wird, ob man den Kühler hier verwenden kann, der hier bei der Gamex drauf ist, ob das von der Höhe her passt und auch weil quasi von der Unterseite auch ein Kühler drauf ist. Ob das dann passt, müssen wir mal gucken. Ich hatte in der Vergangenheit schon mal eine M.2 verbaut. Das war aber eine stinknormale. Und dementsprechend kann ich euch noch gar nicht so viel dazu sagen. Wir sehen, die Halterung ist bei 110 mm angebracht. Die müssen wir erstmal rausholen und woanders anbringen. Und zwar bei 80 mm. Holen wir das raus und dann legen wir das hier rein. Und ich würde jetzt aus dem Augenwinkel sagen, dass die Gamex so reinpasst. Dann müssen wir mal gucken, ob das passt. Ja, wird knapp. Wird echt knapp. Ich kann euch aber gar nicht sagen, wo es hier hakt. Ah, hier, an den Seiten. Die Schrauben. Aber müsste passen. Ich schraube es mal fest. Den Deckel bekommen wir da nicht mehr drauf. Aber ist ja im Prinzip wurscht. Der Deckel muss nicht da drauf. Vor allem, wenn wir den Deckel ja drauf haben, dann kommt ja gar kein Luftstrom mehr durch. Und dementsprechend, ihr wisst es, M.2 SSDs werden warm. Dementsprechend würde ich ja sowieso einen Kühler drauf verbauen. Und da eignet sich ja die XPG super für, weil die ja schon einen Kühler dabei hat. Ist aber nicht die einzige, die einen Kühler dabei hat. Es gibt auch noch andere. So, gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir die Konsole mal an. Als erstes müssen wir die M.2 SSD formatieren. Aber auf jeden Fall erkennt das schon mal. Und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Machen wir natürlich, können wir ruhig formatieren. Da ist nichts Wichtiges drauf. Ja, wir sehen jetzt, 4000 MB schafft die hier nur. Eigentlich schafft die deutlich mehr. Er zeigt nur 4000 MB jetzt an, warum auch immer. Finde ich jetzt ein bisschen schwach, um ehrlich zu sein. Aber wir gucken trotzdem mal, wie die Spiele dann drauf laufen, wenn ich es denn verschiebe und wie lange auch braucht, um die Spiele zu verschieben. So, wir können jetzt auch mal gucken, vielleicht können wir da nochmal einen Systemtest machen. Gehen wir mal unter Speicher. M.2 Speicher wird hier angezeigt. Und wir können nochmal neu formatieren. Mal gucken, ob er jetzt das Ganze mal ein bisschen schneller bencht. Ja, wie ihr sehen könnt, jetzt ist die M.2 SSD auch ein bisschen schneller. Ich denke mal, wenn wir das nochmal machen würden, dann würden wir noch mehr erreichen. Jetzt sind wir bei 5700 MB. Also ihr seht, das ist einfach ein Anzeigefehler.
Dementsprechend können wir das jetzt einfach mal ignorieren. Und ich kopiere jetzt einmal ein Spiel und dann messen wir das Ganze nochmal. Ja, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich verschiebe jetzt einmal Final Fantasy, das ist 85 MB groß. Und mal gucken, wie lang das denn braucht. So, ich habe jetzt den Timer hier laufen. Wie ihr sehen könnt, einmal auf dem zweiten Smartphone. Und ich stelle das mal vorne hin und dann stoppen wir einfach. Beziehungsweise ihr seht, wenn es dann fertig ist. Natürlich spule ich das Ganze einmal vor. Ja, 1 Minute und 42 Sekunden. Dann rechnen wir mal aus, wie viel MB das die Sekunde sind. Wenn ich das Ganze mal Pi mal Daumen rechne, dann sind wir bei 850 MB die Sekunde. Ja, vor euch habe ich jetzt nochmal den Kühler abgebaut und messe gerade einmal, wie warm die M.2 SSD wird. Und ihr seht, 68 Grad ohne Kühler, also nur der Controller, der sitzt hier unten, wie man sehen kann. Und da oben sitzt der Flash-Speicher. Und der Controller ist ja immer so das, was ziemlich warm wird. Wir sehen jetzt 69 Grad. Und das Ganze läuft jetzt gerade einmal 2,5 Minuten. Und dementsprechend könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie warm das Ganze wird, wenn ihr hier das Ganze länger laufen lasst. Also wenn ihr jetzt 4-5 Stunden spielt und jetzt stellt euch mal vor, das sind hohe Schreibraten, dann könnte das echt kritisch werden ohne Kühler. Also nehmt auf jeden Fall eine M.2 SSD mit Kühler. Ja, wie man gerade sieht, eine PC Express 3.0 SSD funktioniert nicht. Die könnt ihr nicht verwenden. Er zeigt es hier nochmal an. Das heißt, ihr könnt nur eine PC Express 4.0 SSD benutzen, zum Beispiel wie die GameX S70. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu meinem vorzeitigen Fazit. Am Ende kann man nur sagen, endlich ist das Update da. Hoffentlich wird es dann bald auch der breiten Masse zur Verfügung gestellt. Bisher habe ich keine negativen Dinge feststellen können bei dem Update. Dennoch sollte man an einem Beta-Update immer mit Vorsicht rangehen. Was wir aber auf jeden Fall sehen können, endlich können wir den Speicher erweitern und ich konnte bisher auch keinen Unterschied feststellen zum internen Speicher, der verbaut ist. Was ich aber empfehlen würde, ist, dass ihr wirklich ein 1.2 System mit Kühler nehmt. Ihr habt es gesehen, die Temperaturen ohne Kühler gehen schon etwas höher und das in einem Bereich, wo die SSD noch nicht mal bei 1000 MB die Sekunde ist und die kann bis zu 7000 MB die Sekunde. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass das deutlich heißer wird oder beziehungsweise, ich sag's mal so, wenn wir die SSD ohne Kühler in einem PC verbauen und dann ordentlich Last drauf geben, dann drosselt die irgendwann, weil die zu heiß wird. Und das ist nicht nur bei der Adata so, das ist bei vielen M.2 SSDs so, die ziemlich schnell sind. Dementsprechend nehmt auf jeden Fall eine mit einem Kühler. Da habt ihr zumindest dann einen kleinen Puffer, der dafür sorgt, dass hier ordentlich Leistung anliegen kann und nicht irgendwie Leistung reduziert wird nach einer bestimmten Zeit. Dementsprechend kann ich das nur empfehlen. Ja, eine PC Express 3.0 SSD habt ihr gesehen, funktioniert nicht. Also ihr müsst wirklich eine 4.0 kaufen. Und falls ihr wissen wollt, was ihr denn nehmen könnt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Dann mache ich euch dann mal eine Liste zu und dann könnt ihr da einfach zugreifen. Die unterscheiden sich nicht so krass. Ihr könntet im Prinzip auch eine MP600 von Corsair nehmen. Die sind ein bisschen günstiger. Kann allerdings nur etwas mehr als 5000 MB. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da keiner einen großen Unterschied von euch merken wird. Was für eine SSD da jetzt verbaut ist, also ob die 5000 oder 7000 MB macht, das merkt ihr selbst am PC nicht. Bei den Konsolen werdet ihr es, wenn, nur bei den Open-World-Titeln merken, also zum Beispiel Ratchet & Clank, ist ja quasi ein Spiel, was man ohne Ladezeiten spielt. Da könnte man Unterschied merken, glaube ich aber auch nicht so dran. Falls ich mir das Spiel mal kaufe, dann werde ich es mal testen. Und damit würde ich sagen, das war's schon für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefällt. Und falls ihr mich unterstützen möchtet, die Links findet ihr in der Beschreibung. Und damit würde ich sagen, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.